diesem neuen Film nicht den Mut verlieren, wollen wir Fridas Geschichte erzählen. Wie sie lebt auf dem Bauernhof mit ihren beiden Söhnen, Franz und Sepp, wie sie ihr Leben meistert, trotz ihrer Beeinträchtigung, und wie sie nach vorne schaut und nie den Mut verliert. Hubert Schönecker mit seiner Firma Geos Film führen die Zuseher in das Leben von Frida Gamper und lassen Tradition und Erlebtes lebendig werden. Mit dem Film dokumentieren wir wertvolle Zeitzeugnisse aus Südtirol, schreiben ein Stück Südtiroler Kulturgeschichte. In Zeiten wie diesen, die wir momentan haben, wollen wir mit unserem neuen Film nicht den Mut verlieren, den Menschen aufzeigen, dass man nach vorne schauen soll, so wie es Frida vorbildlich für uns macht. Im Mittelpunkt des neuen Dokumentarfilms steht die Biografie und der Alltag von Frida Gamper und ihren zwei Söhnen, Franz und Sepp. Noch gibt es die Menschen, die von einer vergangenen Zeit erzählen können, in der harte Arbeit, Armut und ein bescheidener Alltag das Lebensgefühl prägten. Wir dürfen halt auch nicht alles leisten, nicht, weil wir nehmen zu viel. Inspannen, die Muschel, die wir inspannen, dann kann es schon ein bisschen kritisch werden. Aber durch den Zehen und Zehen, die Muscheln sind fertig. Und aus dem geht es nicht gut, wenn man zu viel zerrt. Der Film vermittelt Respekt und Wertschätzung für eine Generation, die Unschätzbares geleistet hat. Frida hat uns während den ersten Dreharbeiten aufgezeigt, wie schwierig es für sie mittlerweile geworden ist, den Alltag zu meistern. Ihr Leben ist geprägt von harter Arbeit und einigen Schicksalsschlägen. Ja, nicht mehr. Gar nicht mehr. Ich bin in den Stall gegangen mit ihm, aufgestanden in der Früh mit ihm. Mein Schlafen habe ich auch nicht mehr gekannt. Mit ihm in den Stall gegangen, dann ist da der alleine gewesen, um in den Stall zu gehen. Und dann hätten wir ihnen nicht helfen können, gar nicht, die haben es nicht erschnauft. Einfach nicht, das ist schlimm gewesen. Trotz ihrer Beeinträchtigung verliert die mittlerweile 90-jährige Frida nie den Mut und schaut optimistisch in die Zukunft. Und die haben alle mit Heu werfen. Und ja, jedes Abbau ist auch ganz streng gewesen, auf dem Wogen auflegen helfen. Und deshalb ist noch in Gastgewerbe nachgegangen und der Franz hat noch daheim weitergemacht und so. Und der Vater hat das noch gesehen, alles, wie das alles noch gegangen ist, und das ist auch dem ganz zufrieden gemacht. Er ist nachher ganz in Ruhe heimgegangen. Viele kennen Frida bereits durch den Dokumentarfilm »Solange der Herrgott will«. Ihre Geschichte hat die Menschen so berührt, dass wir beschlossen haben, einen Film nur über sie zu drehen.